Jetzt, genau jetzt kann es endlich passieren. Die ganze Zeit wollten sie uns in den Schatten stellen und haben es letztendlich doch nicht geschafft. Warum es noch nicht passiert ist und wie es passieren wird und wann es soweit ist, das erfährst du alles in meinem Video. Mein Name ist Monika Nerijana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer gerne die neuesten Durchsagen der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten jetzt gleich meinen Kanal. Herzlichen Dank dafür, Smarana. Ja, und heute geht es um dieses aufregende Thema, dass es endlich passieren kann. Warum ist denn die spirituelle Revolution ausgeblieben? Wir waren doch von unserem Verständnis her doch schon so weit, dass wir in den Aufstieg hineingehen konnten. Aber jetzt ist es noch mal ganz anders gekommen. Das Jahr 2021 war das Jahr der Vorbereitung für diesen riesengroßen Aufstieg und ich kriege überall Gänsehaut, wenn ich das sage. Und warum ist jetzt dieser Aufstieg ganz anders verlaufen, als wie wir uns das erhofft hatten? Und wie wird es sein nach dem Aufstieg? Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie es nach dem Aufstieg sein wird zuerst. Und danach gehen wir noch mal in die Gründe ein, warum es jetzt letztes Jahr noch nicht dazu gekommen ist. Ich meine mit letztem Jahr 2021. Und was jetzt passieren wird die nächsten Jahre, weil das ist ganz wichtig zu wissen, auch so für deine innere Ausrichtung und für deine Lebensorganisation sozusagen. Also wenn wir beginnen, richtig aktiv in den Aufstieg hineinzugehen, also raus aus der Übergangsphase, in die zweite Phase des Übergangs hineinkommen, dann wird sich in unserem Körper was verändern. Wir werden also ungefähr 25% aus Licht bestehen. Das heißt, wir werden durchsichtiger werden. Wir werden mehr zu dem Lichtwesen wieder uns zurückentwickeln, was wir ja eigentlich von Grund auf sind. Und das, wenn wir dann in das 5D hineinkommen, wird sich das sogar erweitern, sodass wir zu 50% einen Lichtkörper haben wieder und 50% einen physischen Körper. Das bedeutet, dass wir halb und halb sind, also halb Lichtwesen, halb Mensch. Und dieses halb und halb, oh, ich kriege eine Gänsehaut nach der anderen, dieses halb und halb, das ist eine Chance, um uns so richtig gut einzuleben in dieses neue Halbe, in dieses Lichtwesen sein. Das heißt also, wir werden weniger essen, weil wir automatisch mehr Licht aufnehmen und wir werden auch die Nahrung, die wir aufnehmen, weniger oder kaum oder fast gar nicht mehr verwerten. Das heißt, wir haben fast keinen Stuhlgang mehr. Es ändert sich alles und wir sind sehr vom Herzen und von der Intuition gesteuert. Wir werden kaum mehr denken. Wir werden weniger denken, also 50% weniger. Das ist alles so 50-50 dann in 5D. Und das heißt, die Telepathie ist sehr, sehr weit entwickelt. Wir brauchen keine Handys mehr. Wir machen das über die Telepathie. Wir verstehen uns einfach ohne Worte. Wir werden auch weniger schlafen und vielleicht nur so 2, 3 Stunden mehr werden wir nicht brauchen. Das ist jetzt alles ungefähr, ne? Das ist individuell dann bei jedem noch ein bisschen persönlich abgestimmt auf sein Wesen. Und wir werden insgesamt einfach mehr in diesen geistigen Ebenen unterwegs sein. Im Moment sind ja in unseren Zellen, da wird ja der Schmerz mehr gespeichert oder ist ganz viel Schmerz gespeichert und auch das wird sich auflösen und an die Stelle des Schmerzes wird ganz viel
Freude in unseren Zellen fließen. Das heißt also, wir werden insgesamt positiver sein und auch immer noch mehr das Positive dadurch anziehen. So diese Konditionierung, die die meisten Menschen in der aktuellen Form haben, das ist ja die Konditionierung auf das Negative, dass wir oder viele von uns gerne Horrorfilme oder Gewalt anschauen, dass wir immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, unsere Aufmerksamkeit da drauf lenken. Und wenn etwas Gutes, Schönes passiert, ist es nicht so sehr interessant. Das wird sich ändern. Wir werden also darauf hinsteuern, in eine angenehme, harmonische, glückliche Glückseligkeit, sage ich das einfach mal. Also so ähnlich wie die Engel, das die ganze Zeit leben. Das ist so das Ziel, das ist das, also das ist ja erste Hälfte, 50-50, aber wir wollen ja nicht zu viel auf einmal, sonst schaffen wir es wieder nicht. Das bedeutet aber auch, dass bis zum Jahresende von 2022, dass bis dorthin viel mehr Menschen aufwachen, dass bis dorthin viele Menschen Klarheit bekommen, Klarheit über das Leben hier auf der Erde und Klarheit über das, was sie gerne erreichen möchten. Und zwar sind wir im Moment oder viele, viele, viele noch sehr in dieser Angstmatrix einfach gefangen. Und durch die ganzen Bewegungen und auch durch die C-Krise bekommen die Menschen eine neue Klarheit. Denn diese vielen Lügengeschichten, die uns ja aufgetischt werden, die haben alle ja kurze Beine, sagt man dieses Sprichwort. Und wenn, sobald wir intensiv in diese spirituelle Revolution hineinkommen, kann niemand mehr lügen. Und das ist ja schon so. Man erkennt jemand, der lügt, sofort. Und deswegen hat es die andere Seite sehr, sehr schwer, denn alle wissen, dass sie lügen. Das ist dieses Lügen, das geht einfach nicht mehr. Und das ist ein Zeichen, dass sich also 2022 doch ganz viel ändern wird und bei vielen Menschen diese neue Klarheit entsteht, die den Weg in den Aufstieg freimacht. Zum Beispiel auch diese schönen Spaziergänge, die viele machen jetzt in der C-Zeit, die bringen sehr viel Klarheit. Ihr wisst, was ich mit Spaziergängen meine. So gemeinsam zusammen spazieren gehen, eine Meinung haben und für das Gute da sein zu wollen. Das ist genau der Weg, der uns die neue Klarheit bringt und eine Veränderung auf allen Ebenen bringen wird. Denn dadurch kommen wir aus der Angstmatrix heraus. Und wir werden einfach auch dadurch frei. Und man kann ganz genau erkennen, wer noch im alten System gefangen ist und wer den Weg der Freiheit geht, den Weg der Freiheit in gemeinsamen Spaziergängen. Das ist einfach ganz klar ersichtlich und das führt uns hinaus aus diesem Nebel, der die ganze Zeit war. Und es werden immer mehr Menschen erkennen, dass die Klarheit der Weg ist, der uns in die neue Zeit hineinführt. Und ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, die Erklärung von Wahnsinn, das ist das, dass man, wenn man immer wieder das Gleiche tut, feststellt, dass sich nichts verändert, aber immer auf eine Veränderung hofft. Und das ist der Wahnsinn, der gerade im Moment geschieht. Zum Beispiel wisst ihr vielleicht, was Boostern bedeutet. Boostern ist etwas, um eine Kraft, sollte eine Kraft sein, die etwas Neues ganz stark hervorbringen kann, die eine Verstärkung ist. Und wenn aber dieses immer wieder das gleiche Ergebnis bringt, also eigentlich kein Ergebnis bringt, keine Änderung bringt, dann ist es der Wahnsinn. Und aus diesem Wahnsinn heraus kommt dann die Klarheit, dass das alles nichts nützt. Und wie gesagt, bis Ende des Jahres werden immer mehr Menschen in dieser Klarheit sein. Und man könnte sagen, bis in 5 Jahren, also ungefähr, ich lege mich nicht genau fest, weil das ist schwierig mit der Zeit. Denn auch wenn wir
diese 50-50% haben, können wir mit der Zeit ja auch ganz anders umgehen. Das bedeutet, wir können die Zeit dehnen, wir können sie verkürzen. Und von daher sind Zeitangaben immer mit Vorsicht zu genießen. Und natürlich hängt es auch noch damit zusammen, welche Zeitlinie gerade von unserer Energie bestärkt wird. Also es hat mehrere Komponenten. Aber wir sagen jetzt mal, ungefähr in 5 Jahren könnte es so sein, dass fast alle von uns Mädchen sind. Dass sich diese spirituelle Entwicklung plus minus 5, 6, 7 Jahre enorm vorwärts schreitet. Und wer von euch jetzt schon gerne ein Medium sein möchte, dann mach doch jetzt einfach diese Ausbildung zum Medium der neuen Zeit, um jetzt schon diese ganzen Fähigkeiten zu haben und um diese Klarheit jetzt schon zu haben und um andere Menschen zu unterstützen. Denn wenn wir 20 oder 75, dieses oder 50 und 50, wenn wir dieses, den Nichtkörperprozess, der jetzt ja beginnt, wenn wir da drin sind und schon vorher daran gearbeitet haben, dass wir unsere medialen Fähigkeiten ausgeweitet haben, dass wir sie unterstützt haben, dann geht das schneller und dann sind wir noch mehr in unserer Kraft. Und ein erwachter Mensch, der sollte wirklich in den Berufen der neuen Zeit wirken, weil das ist die Zukunft, das ist das, was kommen wird. Die geistigen Methoden, die geistigen Werkzeuge, die Telepathie, das Heilen, alles, was damit zusammenhängt, das ist unser neues Leben. Und je mehr ihr jetzt schon euch darauf vorbereitet, schon umso mehr ihr in diesen Berufen wirkt, umso besser wird es euch gehen bei diesem Übergang. Es gibt ja für Kanalmitglieder auf Smarana, auf diesem Kanal gibt es für Kanalmitglieder jeden Monat eine Ausbildung, ein Webinar in den Berufen der neuen Zeit. Es ist ein Geschenk von Smarana an euch. Also werdet auch Kanalmitglieder, kommt zu uns und verstärkt diese lichtvolle Gemeinschaft. Und dann werdet noch Medium der neuen Zeit, damit wir jetzt schon zusammen in der größten Kraft wirken können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so kann sich die spirituelle Revolution und der Aufstieg, so kann er jetzt schon früher passieren. Das kommt immer darauf an, wie viele Menschen mit wie viel Freude dabei sind. Und wir bekommen auch noch ein ganz wundervolles Channeling und eine ganz wichtige Durchsage der geistigen Welt über die Omi von C. Und ich weiß genau, dass ihr versteht, was ich meine und dass ihr verstehen werdet, was die geistige Welt meint, wenn sie Omi sagt, ihr Lieben. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Genießt das Channeling und lasst euch tief berühren von den Energien. Ich sprühe mich noch ein mit meinem Ursprungslicht, mit der Kundalini, weil die verstärkt auch die Aufstiegsenergie. Smarana, geliebte Menschen, Smarana, geliebte Menschen, Familie. In der Liebe sind wir alle gleich. Und so lassen wir uns heute von der Liebe tragen, von der Liebe begleiten. Und ich lade die geistige Welt ein, uns eine Botschaft zu überbringen über die aktuelle Zeit und über das, was geschehen wird. Und um dich vorzubereiten auf diese Botschaft, bitte ich dich, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen,
so weit wie es dir möglich ist. Denn die Ausdehnung trägt dich in das höhere Bewusstsein, sie erhöht deine Energie. Und so versuche, diese Ausdehnung zu halten, währenddessen ich nun die geistige Welt rufen werde. Die Räte des weißen Lichtes betreten diesen Raum voller Freude, voller Kraft und Liebe. Liebe Menschenfamilie, ihr befindet euch in dem Prozess der Wandlung und ihr habt alles sehr gut gemacht. Ein jeder von euch hat eine sehr wichtige Aufgabe. Und so sehen wir und beobachten wir, was auf der Erde geschieht. Und um euch beizustehen, haben wir eine Variante auf die Erde geschickt, welche ihr so ähnlich nennt wie Omi. Diese Omi wurde von uns kreiert, denn sie ist sehr sanft und bringt das zum Stocken, was gerade in der Angstmatrix versucht wird. Und so hat ein jeder Mensch seine eigene Entscheidung, seinen eigenen Willen, mit dieser Variante etwas anzufangen. So hat jeder Mensch die Möglichkeit, in eine neue Klarheit hineinzukommen und seinen Weg des Lichtes zu finden. Denn mit Omi ermöglichen wir, der lichtvollen Seite noch stärker zu werden. Und es ist deine eigene Entscheidung, so wie du dich verhalten wirst, ob du den Weg, den geistigen Weg in das Neue, in das Schöne gehen wirst oder ob du dich länger noch in dem alten System gefangen halten lassen wirst. Wir haben dir mit dieser neuen Variante die Möglichkeit gegeben, schneller in die Klarheit zu kommen. Denn es braucht ganz viel Klarheit, um das Licht zu stärken. Denn dann kann es passieren. Es kann passieren, dass alles schneller geht und die neue Erde umso kraftvoller entstehen wird. Wir, die Räte des weißen Lichtes, beobachten weiterhin, was auf der Erde geschieht und wir nutzen die Portale, um entsprechende Energien zu senden,
um zu sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Und so sind die lichten Wesen bei dir mit ihrer Liebe und mit ihrer Kraft. Und so darfst du uns immer rufen. Bitte denke daran, denn wir können dir persönlich helfen, wenn du uns darum bittest. Und so hast du nun unsere Botschaft erhalten. Und wir schauen liebevoll zu dir herab. Es war uns eine sehr große Freude, heute zu dir zu sprechen. Und so senden wir Liebe und Zuversicht und legen den Mantel von Smarana um deine Schultern. Und du, lieber Mensch, du darfst nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Du darfst Hände und Füße bewegen und wieder ganz hier sein. Ich soll euch noch sagen, dass mit der Omi der ganzen C-Problematik die Kraft genommen werden kann. Denn die Omi, sie ist so schwach, dass alles, alle Maßnahmen oder alles, was man gerne machen möchte, keine Hand und keinen Fuß mehr hat, sozusagen. Das soll ich euch noch sagen. Ihr Lieben, es ist sehr schön, dass wir heute wieder zusammen waren. Und wenn ihr weiterhin die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtet, dann abonniert einfach meinen Kanal, indem ihr hier auf die Kugel klickt. Und ich bedanke mich jetzt schon sehr bei euch. Wünsche euch ein wundervolles 2022. Wir bleiben stark. Die Kraft der Liebe ist bei uns. Smarana. Tschüss.